Bemalung am Körper und im Gesicht geschmückt. In Ägypten waren körperliche Reinheit und Hygiene sehr bedeutungsvoll. Außerdem wurden kosmetische Produkte zur Faltenreduzierung genutzt und geschminkte Augen sollten aufgrund der Inhaltsstoffe Krankheiten vorbeugen. Öle und Salben zur Einbalsamierung sollten den Verfall des Körpers reduzieren und wurden bei den Christen bei Taufen, Firmungen und Krankensalbung eingesetzt. Bei den Griechen, Römern und in der Renaissance galt Kosmetik als Statussymbol für Wohlstand und Reichtum. Der Begriff Kosmetik verbreitete sich jedoch erst im Laufe des 18. Jahrhunderts und stand für Schönheitsmittelchen. Man wandte Kosmetik zum Reinigen, Verschönern, Vitalisieren und Parfümieren ein. Die Produkte sollten den Körper des Konsumenten erhalten, wiederherstellen oder verbessern. Inwiefern Kosmetik verbreitet und ausgeprägt war, hing jedoch immer mit dem jeweiligen Kulturverständnis eines Volkes zusammen. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, was in eurer Kosmetik eigentlich drin ist? In eurem Shampoo oder eurer Schminke? Nein? Dann wird es höchste Zeit, dass ihr mal einen genaueren Blick darauf werft. Niemand möchte, dass kleine Mäuse und Kaninchen getötet werden, nur für die eigene Schönheit. Denn trotz vorhandener Gesetze, um die Tierquälerei zu vermeiden, die bei der Entwicklung von neuer Kosmetik betrieben wird, gibt es immer noch genug Schlupflöcher, die von den Kosmetikfirmen ausgenutzt werden. Die Mehrheit der Produkte, die wir in den Regalen von Drogerie, Supermarkt und Kosmetikgeschäften finden, enthalten Inhaltsstoffe, die an Tieren getestet wurden. Und die Produkte müssen nicht einmal dementsprechend speziell gekennzeichnet sein. Ein weiteres Problem stellt die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik dar. Es dauert Jahrhunderte, bis der Kunststoff, der drei Viertel des Mülls im Meer umfasst, abgebaut werden kann. Der Kunststoff rührt natürlich nicht nur von Kosmetikprodukten her, aber dennoch tragen diese einen Teil zur Zerstörung des Ozeans und zum Tod und Leiden vieler tausender Meerestiere bei. Die Schadstoffe gelangen als Mikroplastik durch die Abwässer ins Meer, da sie von den Klärwerken nicht zurückgehalten werden können. Sie sind vorhanden in Produkten wie Zahnpasta und Peelings. Aber was ist in unserer Kosmetik denn jetzt drin und woher kommt es? Oft stammen Inhaltsstoffe aus nicht biologischem und gentechnisch manipulierten Anbau. Sie enthalten teilweise hautreizende, allergenisierende Inhaltsstoffe. Und auch Pestizidrückstände aus dem Anbau stammend wurden schon in Kosmetika gefunden. Außerdem enthalten viele Kosmetikprodukte Erdöl, welches sehr schädlich für die Umwelt ist. Viele ökonomische und soziale Probleme entstehen beim Handel. Es herrschen zum Teil menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel lange Arbeitszeiten. Ein 14-stündiger oder noch längerer Arbeitstag zu einem Stundenlohn, von dem man nicht mal die eigenen Kinder mit Nahrung versorgen kann, sind die Folgen des Verlangens nach billig produzierten Produkten. Zudem sind fehlende Schutzkleidung sowie mangelnde Hygiene am Arbeitsplatz ein Gesundheitsrisiko. Ein weiteres soziales Problem ist die Benachteiligung der Frauen. Diese haben schlechtere Bildungschancen, erhalten meist einen niedrigeren Lohn als Männer und wenden zudem einen großen Teil ihrer Zeit für unbezahlte Arbeiten im Haushalt auf. Daraus entstehen Notsituationen, in denen Familien die finanzielle Unterstützung von ihren Kindern benötigen und dadurch Kinderarbeit ungewollt fördern. Auch für die Arbeitgeber in den Entwicklungsländern stellen Kinder eine billige Arbeitskraft dar. Weitere ökonomische Probleme sind vor allem die Dumpinglöhne. Händler wollen möglichst viel Gewinn mit ihren Produkten machen und zahlen ihren Mitarbeitern sehr geringe Gehälter und verzichten auf Mindestlöhne. Außerdem sind die meisten Arbeiter und Produzenten in den Entwicklungsländern abhängig vom Weltmarkt und den starken Preisschwankungen. In unserer Kosmetik sind viele verschiedene Schadstoffe enthalten. Einige davon sind krebserregend oder stehen in Verdacht, wie zum Beispiel Aluminium in Deodorant, was lange Zeit ein sehr aktuelles Thema war. Dadurch, dass das Thema so publik wurde, achten viele Marken nun darauf, dass ihre Produkte ohne Aluminium sind und weisen den Verbraucher auch genau darauf hin. Das Konservierungsmittel Formaldehydabspalter ist häufig in dekorativer Kosmetik zu finden, wie zum Beispiel in Mascaras, Cremes und Shampoos. Ein weiteres Konservierungsmittel, nämlich Parabene, ist in fast allen Kosmetikartikeln zu finden. Diese blockieren die Aktivität von Enzymen. Diese Stoffe erhöhen das Brustkrebs- und Alzheimer-Risiko oder rufen Hautirritationen und Austrocknung hervor. Propylenglykol, ein Feuchthaltemittel und Weichmacher in Cremes und Shampoos, und hochkonzentrierte Duftstoffe, die auch in fast allen Kosmetikprodukten vorhanden sind, können Nieren- und Leberschäden hervorrufen. Auch die Allergiebereitschaft wird durch die schädlichen Stoffe maximiert. Jeder Stoff kann eine Allergie hervorrufen, jedoch am häufigsten sind es die Duftstoffe und Konservierungsstoffe. Die allergischen Reaktionen sind aber eher auf der Haut vorhanden und zeigen sich dort als Rötungen, Juckreiz, Bläschen, Schuppen oder Brennen.
Trotz der Probleme und fehlenden Aufklärung über unsere Kosmetik gibt es bereits einige Lösungen, wie diese Produkte umweltfreundlicher hergestellt und gehandelt werden. Zum einen gibt es die EU-Kosmetikverordnung. Diese löste am 11. Juli 2013 die bis dorthin geltende deutsche Kosmetikverordnung ab. Diese betrifft sowohl die Hersteller als auch die Händler von Kosmetika. Hier wurden mehrere Richtlinien vereinheitlicht und Änderungen niedergeschrieben. Die Hauptziele dieser Verordnung waren die Verbesserung und Zusammenfassung der bisher geltenden Gesetze zur Kosmetik. Außerdem sollen die Gesetze mehr Gesundheitsschutz und Produktsicherheit in Bezug auf die Anwendung der Kosmetika aufweisen. Zudem soll der Tierschutz stärker unterstützt und die Tierversuche weiter reduziert werden. Weitere Ziele sind die Vermeidung von Allergien und das Verhindern irreführender Werbung von Kosmetika. Zum Inhalt. Eines der obersten Prinzipien der Verordnung ist die Sicherheit der menschlichen Gesundheit. Kosmetika dürfen diese nicht verletzen oder zerstören. Sollten dennoch Gesundheitsrisiken auftreten, ist der Hersteller dafür verantwortlich, dass das Produkt vom Markt geschafft und verbessert wird. Außerdem müssen alle wichtigen Informationen wie das Haltbarkeitsdatum und die Inhaltsstoffe der Kosmetika deutlich auf der Verpackung zu lesen sein. Zu den Stoffen. Ein Teil der EU-Kosmetikverordnung beinhaltet Verbote und Einschränkungen der Verwendung von bestimmten schädlichen Stoffen im Zusammenhang mit der Herstellung von kosmetischen Mitteln. Sie behandelt eine lange Liste von schädlichen Stoffen, die bei der Kosmetikherstellung verboten sind. Außerdem sind UV-Filter und Farb- und Konservierungsstoffe nur bedingt zulässig. Zudem sind CMR-Stoffe grundsätzlich verboten. Dies sind Stoffe, die krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsverändernder Art sind. Zum Tierschutz. Die EU-Kosmetikverordnung will Tierversuche bei der Kosmetikherstellung weitestgehend unterbinden. Es ist nicht mehr gestattet, Kosmetika auf den Markt zu bringen, deren Herstellung Tierversuche beinhaltete. Außerdem ist die Durchführung von Tierversuchen mit kosmetischen Mitteln in ihrer endgültigen Zusammensetzung grundsätzlich verboten. Allerdings gibt es hier immer noch Ausnahmen und auch das zuständige Amt kann diese Ausnahmen bewilligen, wenn die Sicherheit der Kosmetika zum Beispiel nicht anders festgestellt werden kann. Dies ist allerdings keine große Änderung, da die Tierversuche schon seit 2004 EU-weit verboten sind. Das Verbot von 2004 war allerdings noch sehr lückenhaft. Diese Lücken konnten allerdings in der neuen Verordnung geschlossen werden. Die Tierversuche sind allerdings bisher noch nicht komplett vermeidbar, da die Entwicklung von Ersatzmethoden extrem schwierig und langwierig ist. Es gibt jedoch auch ganz einfache Möglichkeiten, wie ihr kritische Inhaltsstoffe oder Tierversuche in eurer Kosmetik vermeiden könnt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl naturkosmetischer Marken auf dem Markt, welche meistens auch noch gemeinnützige Projekte oder den Fernhandel von Kosmetika unterstützen. Wir haben uns eine Möglichkeit rausgesucht und möchten euch diese nun kurz vorstellen. Lush. Dies ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in England, welches handgemachte Kosmetika herstellt und in seinen eigenen Läden verkauft. 1994 eröffnete der erste Laden. Lush ist eine umweltfreundliche Produktion von Kosmetika extrem wichtig. Die Bestandteile ihrer Produkte sind zum Beispiel frisches Obst, Gemüse oder ätherische Öle. Außerdem sind die Produkte frei von Tierversuchen, 100% vegetarisch, 100% palmölfrei, 83% vegan und zu ca. 38% unverpackt. Und der Rest wird in Recyclingverpackung eingepackt. Lush unterstützt außerdem eine Vielzahl an umweltfreundlichen oder sozialen Projekten. Zum Beispiel schreiben sie den Lush Prize aus, welcher an Forschungsinstitute geht, welche sich gezielt mit der alternativen Forschung zu Tierversuchen auseinandersetzen. Sie möchten so ein deutliches Zeichen gegen Tierversuche setzen und immer mehr Leute darauf aufmerksam machen. Zudem recyceln sie ihre Verpackung. Ein Kunde kann zum Beispiel 5 leere Kunststoffverpackungen im Laden abgeben und bekommt im Gegenzug eine Maske gratis. Man kann also Gutes tun und hat gleichzeitig noch einen kleinen Vorteil als Kunde. Holzabfälle werden in Biomassenheizkesseln verbrannt. Es werden außerdem alle festen Produkte ohne Verpackung verkauft, wie zum Beispiel feste Shampoos, feste Körpercremes oder feste Schaumbäder als Badekugel. Dadurch eingespart werden pro Jahr 1,35 Millionen Liter Wasser und 6 Millionen Plastikflaschen. 2% von dem, was Lush für Inhaltsstoffe ausgibt, fließt in einen Fonds,
welcher für die Förderung des nachhaltigen Anbaus und Gemeindeprojekten bestimmt ist. Mehr als 1,4 Millionen Euro wurden bisher in die insgesamt 32 Projekte in 19 verschiedenen Ländern investiert. Mit diesem Geld wird zum Beispiel der Anbau von Aloe aus Kenia oder wertvollem Rosenholzöl aus Peru gefördert. Eine faire Produktion und fairer Handel ist Lush besonders wichtig. Es gibt natürlich noch viele andere Naturkosmetikmarken, auch im Drogeriebereich, wie zum Beispiel Alverde oder Lavera. Schaut euch einfach mal um, denn es ist doch immer etwas Schönes, wenn man mit seinem Geld eine faire und umweltfreundliche Produktion unterstützt und gleichzeitig mit natürlichen Inhaltsstoffen seinem Körper etwas Gutes tut. Wenn euch Naturkosmetikprodukte aus dem Drogeriemarkt oder aus der Apotheke zu teuer sind, könnt ihr euch auch ganz einfach Kosmetika selber herstellen, aus Lebensmitteln, die jeder bei sich zu Hause hat. Als Beispiel möchten wir euch zeigen, wie ihr euch ganz leicht ein Peeling herstellen könnt. Ihr benötigt nur ein wenig Kaffeesatz und ca. 2 Esslöffel Zucker. Dann noch 1 Teelöffel Honig. Und dann füllt ihr das Ganze mit Öl auf, sodass eine schöne Peelingmasse entsteht.